Recht herzlich willkommen zur 146. Folge von Simotrans. Ja, wir sind im Spiel und ja, letztes Mal haben wir hier mit den Bussen gesprochen. Da sprach ich von drei Bussen. Ja, da waren drei Stück zu sehen. Ne? Eins, zwei, drei. Und dann kam noch der vierte, der fünfte und ich glaube auch sogar der sechste. Also da fahren mehr wie drei Busse. Und deswegen bin ich nachher überlegen gewesen, dass wir da vielleicht mal drüber nachdenken, was wir mit dem Stadtbus Radolfzell machen. Weil hier hinten muss definitiv keiner rausfahren. Also keiner schon, aber nicht so viel. Achso, den haben wir ja gerade hier aufgemacht. Und ich weiß gar nicht, der ist jetzt Jupiterweg. Hat er die jetzt hier weggeholt? Ich glaube nicht, oder? Gucken wir nochmal rein. Na, da stehen schon wieder 15 Leute. Also hier werden ordentlich Leute gemacht an dieser Getreidefarm oder Getreidehof. 17. Ist schon krass, oder? Weiß gar nicht, wie die das schaffen da. Ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, was wir da raus machen. Das ist die Frage. Machen wir so, dass da unten nur ein Bus hinfährt bis zum Bahnhof? Oder, ne? Teilen wir irgendwie auf, würde ich sagen. So, ne, Linie ändern ist dann doof. Doch, Linie ändern. Ja, obwohl, Linie ändern ist doof wegen dem Bus, den Postsäcken. Die machen ja vielleicht Sinn, dass die da so fahren, ne? Können ja mal gerade reingucken, wie viel da unten an Post ankommt. Und wenn ich jetzt so gucke, sind es 325 Sack Post, also da geht schon noch was. Elbtunnelhafen ist überfüllt, alles klar. So. Das bedeutet, wir werden diese Linie aufteilen, ganz einfach. Aber wie, das ist die Frage. Wir machen ganz einfach Stadtbus Radolfzell. Wir können das ja so handhaben, dass wir... Ja, die fahren bis da hinten natürlich auch noch, ne? Also hier ist ja auch schon, da ist ja eine Haltestelle. Und ja, die andere ist hier, ne? Oh, das ist schön. Die, da war die 5 gedrückt, ne? Dann kommt das Menü, wenn du den Ziffernblock nimmst. Also hier macht es bestimmt keinen Sinn, so oft hinzufahren, weil da stehen sowieso keine Personen. Sogar die Post weg. Der Bus war da gerade, okay. Ah, Passagiere kommen da auch. Also ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal eine... Ja, wie nennt man das? Das ist die gute Frage. Wir machen erstmal eine neue Linie. Die... Da fährt der jetzt auch um. Ne, das ist ja nur der Dingens... Sag schon, Güterzug. Eine neue Linie, die fährt von da... nach... Oh, gute Frage. Die Straße geht auch da oben lang, ne? Nach da? Ne, das wäre jetzt nicht so cool. Nach da? Nach dort? Nach dort? Nach dort? Nach dort? Und nach dort? So, und dann Rückfahrkarte. Passt, ne? Entschuldigung. Und wenn wir das haben, dann kann man das schon mal schließen. Und dann setzen wir von der anderen Linie auf jeden Fall den einen oder anderen Bus da drauf. Wo haben wir denn mal einen jetzt hier? Hier ist gerade keiner, da unten ist einer. Den machen wir mal nicht laden. Jetzt hat er noch 4. Was haben wir hier noch für einen? Das ist ein Bauer. Und ja, läuft gut mit dem. Kriegen wir nicht, ne? Klappt super.
Jetzt haben wir noch einen erwischt. Nee, das war jetzt die Bushaltestelle. Läuft ja richtig gut. Jetzt haben wir den Bus erwischt. Den machen wir auch nicht laden. Und die beiden sind das dann, die auf die andere Linie erstmal kommen. Und dann machen wir das auf Dauer so, dass wir das umändern. Ja, das ist die Stadtbus. Stadtbus. Radolf Zell war das, ne? West. Passt. Die haben immer noch welche drauf. Ich glaube, wir müssen noch einen darüber nehmen. Den kriege ich jetzt auch nicht. So, jetzt kommt der da. Fahren wir weiter jetzt hier. Das ist jetzt der Postwagen, ne? Das läuft super, oder? So. Nicht laden, haben wir. So, das ist jetzt der dritte. Und der kann jetzt. Kriegt hier eine neue Linie. Radolf Zöll West. Und läuft. Und kann dann laden. Und der hier unten kriegt dann auch eine neue Linie. Radolf Zöll West. Okay. Und darf auch laden. Und der dritte ist jetzt auch schon leer. Radolf Zell West. Und darf auch laden. So, und dann müssen wir die andere Linie machen. Radolf Zell Ost oder so. Dann nehmen wir die vorhandene. Das ist doch hier. Ne, das ist West. Dann nehmen wir die Radolf Zell. Diese Linie ändern. So, jetzt ist die Frage, habe ich den da eben genommen? Ich glaube nicht, ne? Das ist der einzige, den wir in der Linie, glaube ich, nicht hatten. Dann machen wir das nochmal zu hier, weil dann müssen wir nochmal West nehmen. Linie ändern. Müssen wir nochmal angucken. Die Mühle war da oben, Radolfzell, Titangas und dann schon Jupiterweg. Da haben wir nämlich... Ulrichstraße. Und das müssen wir einfügen. Und zwar davor. Passt. Und dann. Da auch nochmal einfügen, ne? So, passt. Ja. Dann fahren die da lang. Jupiterweg, Kaiser Franz. Machen sie auch mit. Dann geht's zum Rathaus, oder? Ja. Dann passt's. Dann ist das richtig. Gut, dann müssen wir jetzt doch die andere nehmen. Entschuldigung. So, und da müssen wir nochmal die Linie ändern. Und da hauen wir das andere alle raus. So. Getreidehof. Können wir löschen. Weil das ist ja der da unten, ne? Löschen. McKinley, löschen. Franzgasse, löschen. Jupiterweg löschen. Ulrichstraße löschen. Titanweg löschen. Norddeutsche Mühle löschen. Titanweg löschen. Jupiterweg löschen. Kaiser-Franz-Gasse löschen. Ostdeutsches Rathaus nicht löschen. Konrad-Adenauer-Straße Lerchen. Rathaus, Lilienstraße, Seehafen, Mondgasse, Seehafen, Lilienstraße, Ulrichstraße. Löschen.
Titan löschen. Jupiter löschen. Linienstraße können wir löschen, weil er da direkt da fährt. Und dann da unten die McKinley kann auch weg. So, das müsste jetzt passen. Und das ist Radolf Zell Ost. Enter. So, drei fahren da. Aber jetzt haben wir die Postautos gemacht. Das war ja natürlich wieder super. Naja, das ist aber auch nicht so schlimm. Dann lass die Postautos da fahren und wir setzen auf die Linie hier auch noch ein Postauto drauf. Ist ja auch kein Ding. Können wir ja machen, ne? Der fährt 80. Und der ist aber viel toll. Ach, wo? Nee, dann nehmen wir den. Und der muss jetzt auf die Westgeschichte. Und kopieren wir. Und starten. So, jetzt müssen wir nur einen davon haben, weil einer muss jetzt woanders losfahren. Macht der eine den Weg dann. Gut, läuft. Oder sollte laufen. Hier unten fahren jetzt ein paar Gäste. Der erste ist voll. Ja, das wird schon jetzt klappen, denke ich mal. Dadurch ist die Frequenz erhöht, ne? Läuft. Das andere hatten wir ja auch schon so ein bisschen so mehrfach gesehen, ne? Dass die da hin und her fahren. Also hier ist jetzt die Wechselstation. Wird schon passen. Also die fahren das an und die fahren das auch an. Und die da kommen, wollen dann darüber nach da. Das wird wohl klappen irgendwie. Sollte funktionieren, sagen wir es so. Gut, gucken wir gerade hier noch nach Ausbau. Sieht aber alles so aus, als ob das im Rahmen ist, ne? Ja, läuft. Alles abgedeckt. Hier unten ist ein Stück Straße noch frei und da drüben sind noch drei Felder auch noch frei. Passt aber. Gut. Haben wir das. Gucken wir gerade noch ein bisschen anderes Stecker an. Obwohl wir das letztens ja auch gemacht hatten, glaube ich, ne, oder? Hier ist alles im grünen Bereich. Da auch. Döbeln. Wächst und gedeiht. Aber ist alles abgedeckt. Waldeck. Waldeck hat da oben ausgebaut. Dann brauchen die da noch eine Bushaltestelle. Und das wäre hier dann. Oder da. Gut, dann müssen wir eine Straße bauen. Die hier so lang geht, würde ich sagen, ne, oder? Und eine Bushaltestelle. Ist das? Ach so, warte mal. Das war jetzt nicht so gut. Ja, wie machen wir das? Gute Frage, ne? Wollen das abdecken, aber nee, das ist auch Blödsinn. Machen wir so und dann reißen wir erstmal wieder was weg, was wir falsch gerade gemacht haben, ne? Macht das schon mal nicht, weil wir das falsche ausgewählt haben. Das läuft ja richtig gut gerade, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es war, aber so lassen wir es erstmal. So passt's. Und den Briefkasten noch dazu. Läuft. Gut, dann müssen wir die Buslinie ändern. Stadtbus Waldeck. Linie ändern, und zwar Waldeck Ostdeutsches Rathaus. Findet sich hier.
kommen von... Von der Rabengasse fahren wir vorbei. Nochmal Entschuldigung. Rabengasse. Ostdeutsches Rathaus. Einfügen. Den. So, Ahorn. Ach, da ist nochmal, sag schon, Ostdeutsches Rathaus. Das bedeutet, dazwischen muss er nochmal. Dann haben wir das. Sollte funktionieren. Gut, okay. Dann sind wir da auch gut mit zugange. Da kann irgendwann auch was gebaut werden, aber wir haben das ja jetzt schon mal abgedeckt, ne? Läuft. Der Rest ist alles gut. Ja, dann gucken wir nächstes Mal hier in Floto weiter. Und ach, naja, wir haben jetzt in Floto schon geguckt, sozusagen. Das ist alles im grünen Bereich. Dann gehen wir gerade auch noch die anderen Städte kurz schnell durch. Sonderhausen. Alles abgedeckt. Ja. Lauter. Sieht auch gut aus. Auch abgedeckt. Karte auf. Haben wir. Friedenburg. Sieht gut aus. Alles prima. Adexen. Sieht gut aus. Hier passt auch alles. Da oben noch. Da oben ist schon eine Straße gebaut, aber noch kein weiteres Grundstück daneben. Das ist also auch okay. Und hier waren wir ja schon, ne? Ja. Hier haben wir schon geguckt. Läuft. Gut, dann haben wir das erstmal durch. Jo, dann würde ich sagen, wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch und ja, dann bis zur nächsten Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.